Willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. U. Wir sind hier in der Zuckerwattenwolkenzone. Diesen Namen feiere ich immer noch. Tut mir leid, dass gestern kein Video kam. Ja, das musste ich jetzt einfach so in die Begrüßung reinmischen, so dass es keiner merkt. War dumm, das da noch zu erwähnen. Was soll's. Wir machen einfach weiter und tun so, als gäbe es nie eine Pause von einem Tag lang. Und holen mit dem guten Yoshi hier erstmal alles, was es zu holen gibt. Okay, wir wollen nach da unten. Wer hätte das gedacht? Komm, wir kriegen das hin. Perfekt. Das hätten wir auch gerne. Genauso wie wir dich gerne hätten. Und dich nicht, du bist hässlich. Aber den hätten wir gerne. Na, nicht Geld. Yoshi, du kannst kein Geld essen. Nein, oh Gott, Yoshi. Ja, tschüss. Tschüss. Du hast ausgedient. Ich brauche keine mehr. Oh Mann, war das fies. Okay, hier werden wir so oder so wieder groß. Bekommen wir noch ein Yoshi? Nee, wie es aussieht. Ja? Nee. Okay. So. Wir rennen hier einfach mal durch, in der Hoffnung, dass wir den Level so schnell wie möglich beenden. Und da möchte ich hoch. Komm her, Lakito. Komm her. Komm her. So. Ja, danke. Komm hier rüber. Nein, oh, komm, du Blödian. Mann, du Blödmann. Ja. Okay, komm. Nach hier oben. Starcoin Nummer 2. Und ist hier was Tolles drin? Yoshi oder ein Item? Ich bevorzuge Yoshi. Gut, der gute Joshua ist auch wieder dabei. Komm mit, mein Freund. Ist ja nicht so, als hätten wir dich gerade die Klippe runtergeworfen und du müsstest eigentlich sterben, tot sein, was auch immer. Ah, komm. Nicht noch einer. Wir haben dich doch gerade getötet. Okay, ist hier was Tolles für mich drin? Ein Pilz. Wer hätte das erwartet? Okay, komm schon. Nicht dein Ernst. Wie komme ich denn jetzt bitte da hoch? Ich weiß wie. Oh Gott. Oh wow, dass ich den Sprung überlebt habe, ist ein Wunder. So, komm her. Komm. Ja, ganz genau. Komm hierher. Ich bin... komm, zack. Perfekt. Gib mir die Wolke. Ach, die Wolke senkt sogar mit. Okay. So, oh Leute, eine kleine Bemerkung. Wenn alles gut läuft und ich diesen Part rechtzeitig hochkriege und den Part, den ich jetzt gerade anspreche, und danke, dann, Leute, dann mache ich erstmal Selbstmord. Dann ist heute um Punkt exakto genau 15 Uhr ein neues Let's Play oben. Ja, das werden dann 3 Let's Plays gleichzeitig laufen, was Selbstmord nach Selbstmord pur klingt, aber ey, was soll man machen? Da ist halt das neue Mario Kart draußen und das wird direkt Let's Played. Ja. Nur so als kleine Anmerkung. Morgen 15 Uhr für die, die es interessiert. Zack, kommen wir her. Nicht morgen 15 Uhr, heute 15 Uhr. An dem Tag, an dem dieser Part hochgeladen wird, um 15 Uhr, ist das neue Let's Play da. Okay. So. Und ja, wir werden Mario Kart nicht von Anfang an durchspielen, sondern wir werden mit der 150er Klasse anfangen. Also 150 CCM. Und dort dann die ganzen Cups durchspielen. Einfach so, damit ihr das mal gesehen habt. Und das wird dann nicht das komplette Let's Play sein. Denn ich habe mir überlegt, wenn wir das fertig haben, also wenn wir Mario Kart die 8 Cups durch haben, die Retro und die normalen Cups, die neuen Strecken und so, bla bla, dann, so, sorry, erstmal kurz anders hinsetzen. Perfekt. Oh, Schnapszahl. Dann starte ich ein Online-Let's Play dazu, also Mario, Let's Play Mario Kart Online. Und das wird dann auch so nicht jeden Tag kommen, aber wird auch seine bestimmten Zeiten haben, an denen das kommen wird. Und ja, das habe ich mir so überlegt. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Also wer es sehen will, wer sich denkt, oh, das neue Mario Kart habe ich mir noch nicht geholt und ich habe gerade kein Geld, um es mir zu holen. Dem kann ich einfach nur empfehlen, schaut bei mir vorbei. Schaut euch das Let's Play an. Heute 15 Uhr.
Vergesst das nicht. Schreibt es euch jetzt am besten irgendwo auf und vergesst das niemals. Das wird euer Leben verändern. Wenn nicht, gibt es keine Geld-Zurück-Garantie. Okay. Schluss der dummen Worte. Ah. Okay, du gehst runter. Dann gehe ich runter. Du gehst auf die Seite, dann gehe ich runter. Da, da, da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ba, ba. Okidokili. Kann ich nach da oben? Nee. Okay. Da, 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 da. Ja, super. Okay. Huh, zum Glück ist die Zeit stehen geblieben. Zack. Geh. Ah, komm schon. Das ist doch nicht der Wahrheit. Oh, Moment, Moment, Moment. Will ich... Oh, okay, okay. Da kommt dieses blöde Piepsen her. Ach, ein Stern. Ja, wieso nicht? Komm ich hier wieder ein Stern? Wieder ein Stern? Und noch ein Stern. Perfektomatik. Okay. Und da ist die nächste Starcoin. Wunderschön. Ja, ich hätte mir vielleicht ein One-Up farmen können, aber was soll's, das braucht doch keiner. Und ich hätte vielleicht nicht nach unten drücken sollen. Badabada. Ah. Okay. Weiter geht's und ich bekomme eine Eisbombe. Achso, stimmt, ich bin wegen dem Checkpoint ja wieder groß geworden. Da will ich rein. Da, 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 da. Komm ich auch nach rechts weiter? Nee. Ba, 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 da. Das lassen wir mal dort. Für den Fall der Fälle. Ich meine, wer weiß, was noch passieren wird. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt müssen wir schnell sein. Jetzt müssen wir schnell sein, Leute. Am besten so schnell, dass man einfach in den Abgrund fliegt, ohne dass man es selber bemerkt. Okay. Ja, wegen Mario Kart. Das wird dann bei mir so sein. Das werden drei Let's Plays gleichzeitig laufen. Das wird eine Heidenarbeit. Ich meine, das wird noch schlimmer als so schon. Ich bekomme es ja nicht mal hin, mit nur zwei Projekten regelmäßig hochzuladen. Oh Gott. Aber hey, das wird sich ändern. Ich meine, man hat nicht immer Zeit, Leute. Aber ich setze alles daran, regelmäßig aufzunehmen, sodass die Videos auch kommen, wenn sie kommen sollen. Okay. Okay, hier können wir, glaube ich, schon hochspringen. Zack. Perfekt. So. Moment, Moment. Okay, hier kann ich wieder ein extra Leben bekommen. Wenn dieser Kollege mal verschwindet. Und zwar ganz genau so. Perfekt. Yay, Mario Time. Dann können wir noch Kamek 1 auf die Mütze geben. Jetzt haben wir immer noch 6 Minuten Zeit. Oh mein Gott. Wären dann nicht diese zwei unnötigen Tode in den beiden Level, dann wären wir jetzt schon im Geisterhaus. Schieb-Schieb-Turm. Okay. Nicht Schieb-Schieb, sondern Schieb-Schieb. Okay. Ah ja, und wundert euch nicht wegen Mario Kart, wenn wir da dann spielen und da ist schon jeder Charakter freigeschaltet. Ich hatte die Ehre, das Spiel etwas im Voraus zu bekommen. Das Glück, das Spiel etwas im Voraus zu bekommen, etwas früher zu bekommen, als Normalsterbliche. Und ja, deswegen, ich habe da schon ein bisschen durchgesuchtet und mir erstmal jeden Charakter freigeschaltet. Was nicht wirklich schwer war. Und ja, deswegen, ich wollte unbedingt da die ersten Cups erstmal durchhaben, bevor wir da mit dem 150er beginnen im Let's Play. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, du machst die 50er und die 100er Klasse erstmal so, zockst du selber durch und dann machst du den Rest als Let's Play. Und so werden wir das auch tun. Ich hatte nicht vor, den Spiegel Cup zu Let's Playen, aber wer weiß, vielleicht habt ihr ja Bock drauf und dann zocken wir es doch, wenn ihr unbedingt wollt. Ah, komm, gib mir das da. Und dann können wir in Ruhe gehen. Aber wie gesagt, eigentlich hatte ich das nicht vor. Da kommt ja noch so oder so das Online, der Online-Part
das Let's Plays, der Online-Teil des Let's Plays, ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird nach dem regulären Let's Play noch ein Online-Let's Play folgen. Das wird dann einige Zeit gehen. Hoffe ich, wenn es gut ankommt. Wenn ihr Bock drauf habt. Okay. Es fehlen uns nur die beiden Starcoins. Und dann könnten wir eigentlich gehen. So. Okay, oh nein, oh nein, oh nein. Tschüss, Feuer. Hier ist noch so ein Teil drin. Ich hätte das vielleicht aufheben sollen. Tschüss. Perfekt. Okay, weiter nach oben. Da rechts kann ich in die Wand. Da. Super. Für was bin ich denn mit in die Wand gegangen? Okay, komm. Ich kann nach da rechts auch rein. Und da ist sogar eine Röhre. Perfekt. Die habe ich nämlich so im Augenwinkel noch sehen können. Oh nein. Nein, 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 nein. Ja, das Problem ist jetzt halt, ich brauche diesen blöden Pilz dafür. Das kommt man hier nicht weit. Bekomme ich hier oben noch einen? Komm, man wird hier so mit Items zugemüllt und ich bekomme keinen. Natürlich nicht. Verdammt, ich habe da rechts reingekonnt. Ich kriege eine Feuerblume, okay. Moment, bringt das mir was, hier lang zu gehen? Noch eine Röhre. Starcoin Nummer 3. Sieht für mich ziemlich nach Starcoin Nummer 3 aus. Ja. Starcoin Nummer 3, ich komme. Ich komme. Perfekt. Okay. Bekommen wir hier nochmal so einen Teil? Ja, natürlich. Jetzt, wo es schon zu spät ist. Danke, jetzt kann ich gleich nochmal hier rein. Da. Diesmal bitte muss ich das Teil behalten. Okay. Dann würde ich sagen, besiegen wir mal Kamek. So, oh, hast du keinen Boom-Boom, den du diesmal verzaubern kannst. Und er zaubert einfach Blöcke ins Nichts. Okay, der Kampf besteht einfach darin, der wird sich hier ein bisschen hin und her teleportieren. Und eigentlich, wenn wir nicht schnell genug sind, wirft er so einen Zauberspruch raus. Nicht so einen, sondern diese klassischen Dreieckdinger, glaube ich, waren es. Oder waren das auch solche? Egal, auf jeden Fall wirft er so Zaubersprüche raus. Wenn es einen Block trifft, erscheint daraus ein Gegner. Hier, wenn er den Block treffen würde, dann würde er jetzt einfach ein Koopa rauskommen. Zack. Da. Okay, diesem Teil hier auszuweichen ist nicht wirklich schwer. Und das dann zu überleben ist auch nicht wirklich schwer, wenn man einfach auf so einem Block hier stehen bleibt. Ah. Ach, der lässt sich fallen. Oh. Ja, okay, dann bin ich im falschen Spiel. Moment, wo lässt er denn bitte einen Zauberspruch auf die Teile los? Naja, was soll's. Okay, wir haben noch 1,5 Minuten. Zack. Ich würde sagen, wenn wir das noch hinbekommen... Oh, komm nicht, du. Okay, dann würde ich sagen, holen wir hier noch kurz die vergessene Starcoin. Speichern. Ja, okay, von mir aus speichern. It's a very good time. Auch wenn dieser Satz, glaube ich, gar keinen Sinn ergibt. Aber was soll's. It's a very good time. Ba-da-ba. Da. Okay, ich überlege die ganze Zeit, über was man reden könnte. Ich meine, ich würde ja gerne was von Mario Kart 8 erzählen, aber ich denke, das sollte lieber im Mario Kart 8 Let's Play bleiben, anstatt dass ich jetzt ununterbrochen von diesem Spiel laber. Okay, jetzt komme ich wegen dem Typen da nicht lang. Dankeschön. Wird das Kostüm eh loswerden. Ist ja nicht so, als bräuchte ich das jetzt gleich. Oh Gott. Nein! Okay, hä? Achso! Das Teil ist runtergekommen. Und ich denke, hab mir vorhin schon gedacht, hä, der Block war doch nicht die ganze Zeit schon dort. Gut, wenigstens bin ich nicht verrückt. Okidoki. Ich bin vielleicht nicht verrückt, aber ich bin tot. Okay. Das ist nicht gut.
Ach verdammt, ich hätte vielleicht ein Item aus dem Inventar nehmen können. Oder passt das so? Kriegen wir noch eine? Doch, doch, oben müssen wir noch eine kriegen. Okay, zack. Wir müssen es schaffen, groß zu bleiben. Okay, passt. Ah, okay, einfach nicht von seiner Flamme treffen lassen. Stirb. Okay, ah, verdammt, dieser blöde Knochen. Ja, stimmt. Oh Mann, und ich denke mir die ganze Zeit, ich habe mich von einem Feuerbruder treffen lassen. Dabei war ich so schlecht und es war nur ein Knochentrocken. Oh Gott, das ist echt Schande. Okay, wir müssen hier drauf. Dann müssen wir nicht darunter. Sondern nach hier links. Und können dann von dort nach hier oben. Perfekt. Ich glaube irgendwie, es würde auch ohne dieses Flughörnchen gehen, aber das wäre dann viel, viel schwerer. Okay, ja, danke. Was soll's, wir brauchen das Teil eh nicht mehr. Gehen wir hier schnell hoch. Ich schätze mal, der Weg ist eh schneller. Da, da. Komm her. Lass mich hier hoch, lass mich da hoch, lass mich... Na, das Teil da mitnehmen. Komm, eher ein neues. Okay, gut. Papa. Okay, dann bekommt Kamek gleich noch eins auf die Mütze. Auf das kleine Mützelchen, was er so da rumträgt. Okay. Leute, das einzige Problem ist halt nur... Ich bin an dem Tag, an dem ihr diesen Part seht, nicht zu Hause, wenn dieser Part dann rechtzeitig hochkommt. Und ja, da wo ich bin, haben halt eine richtig miese Internetleitung. Ich meine, bei mir geht das ja noch. Da brauche ich für ein Video vielleicht eine halbe Stunde zum Hochladen. Aber ich befürchte, dort wo ich hingehe, dort wo ich sein werde, für ein, zwei Tage... Die haben halt einfach eine so schlechte, eine nicht ganz so gute Internetverbindung. Nein, nein, so. Okay, Hauptsache er ist noch tot. Und ja, deswegen habe ich Befürchtungen, ob die Parts überhaupt rechtzeitig hochkommen. Aber wer weiß. Ich würde ja sagen, sie wurden früh genug aufgenommen, aber das ist eine Lüge. Okay, was soll's. Ich würde sagen, Nabbit und dieses Häuschen holen wir uns im nächsten Part. Ja, wir speichern nochmal. Und dann sehen wir uns... Wenn ihr denn Lust habt, heute Abend, nicht heute Abend, heute um 15 Uhr bei Mario Kart oder erst morgen wieder hier bei dem Projekt. Oder wenn ihr wirklich Bock drauf habt, heute Abend bei Batman. Ihr könnt es euch aussuchen, vielleicht hören wir uns auch in allen drei Videos wieder. Auf jeden Fall, ich höre auf zu reden, das war's für heute. Mein Name ist Vitas und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.